So, da sind wir wieder in unserer heimlichen Hütte. In unserer heimlichen Hütte. Seid gegrüßt, ihr Schlawiner der gehobenen Unterhaltungskunst. Ich bin's wieder und jetzt gibt's für euch einen Part von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich habe hier irgendwie schon gar keinen Plan mehr, wo ich überhaupt irgendwas reinpacke. Weil das so durcheinander ist. Und ich glaube, ich pack die ganze Mod mal wieder raus, weil. Irgendwie ist es schon ein bisschen nervig, das ist alles so durcheinander. Das ist grauenhaft. Ich blick da irgendwie nie durch. Ich hab. Ach, da war ja ein Bärenpelz drin. Cool. Ob ich noch was abgepackt? Stahlbarren. Meine. Hier so rumliegen. Beschützt hier auch keiner. Oh. Sandsteine. Habe ich da? Habe ich da nichts reingepackt? Dafür gibt es ja viele coole Sachen. Wer auch immer Schimmelpilze hier in seinem Haus anbaut. Muss ja schon ein bisschen neben der Kappe sein. Aber gut. Es ist ja nicht mein Problem. Ist ja nicht meins. Hier war ja noch mein Alchemielabor. Oh. Skrios, Waffenschmieds, Ritters. Krieger ist ja also dasselbe. Heilung geht immer. Zerstörung, Heilung. Zerstörung, Heilung. Stiebstoß also leere. Was habe ich da gerade genommen? Das waren keine Ausdauertränke. Aber wahrscheinlich Deko-Tränke. Aha. Glühstaub. Huch. Was waren da gerade? Hab ich hier irgendwo was hingetan? Geil, 3 Gold. Dieb der Tugend. Das bin ich nicht. Obwohl doch, irgendwann müssen wir dann wohl auch mal Taschendiebstahl leveln, weil Taschendiebstahl gibt so unglaublich viel Kohle. Das ist wirklich unglaublich. So, ich habe jetzt keinen Plan, ob ich hier irgendwas noch vergessen habe, was hier liegen sollte. Ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal raus und würde sagen, ich packe jetzt mal schön die Mod raus und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao. So, da bin ich wieder und es sieht doch auch gleich schon wieder ganz anders aus. So, bin mal gespannt, wie es jetzt drinnen aussieht. Das sieht doch einfach normal aus. Hier wird er gescheit eingerichtet. Hier hängen noch ein paar Stäbchen vom alten Haus, aber ich glaube, die werden mich jetzt nicht so stören. Ich glaube, die werden mich nicht umbringen, sag mal so. So, also hier werde ich wahrscheinlich. Ach Gott, was ist das denn alles für ein Klumpatsch hier drin? Hier packe ich dann wahrscheinlich meine Barren rein. So meine ganzen Schmiedgezeugs. Stahlbarren, ach Gott, die, stimmt, die habe ich ja gerade alle aufgehoben. Warte mal, kann ich mit Stahl schon schmieden? Ja, kann ich. Nehmen wir mal mit, können wir ein bisschen Stahl schmieden üben. Niederstreifen behalten wir, oder ne, komm. Die machen sich ja auf Dauer schon auch bemerkbar im Inventar. So. Hier ist. Bla. Genau. Trinkenmischerbeutel. Haben wir schon hier ein Detra? Herz drin. Cool. E ablegen, nicht essen.
Geschafft. Puh. Packe ich einfach mal das ganze Seelenstein-Gedöns rein. So, Bärenpelz haben wir schon 5. Das ist cool. Lüdi, weg da. Ich muss hier durch, Mensch. Hier ist das von Tanek, glaube ich. Ja. Da darfst du dann pennen. Wir packen einfach mal die ganzen Rüstungen rein. Wohl. Ach komm, das verkaufe ich. Und das tun wir irgendwann entzaubern. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch so viel Gewicht. Weil wir das Zeug ja nicht verkauft haben. So. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse. Wieso denn jetzt schon wieder nicht? Sagt, hast du schon zu? Mir. Oh, nein, nein, nein. Mach mal einfach mal ein bisschen. Was macht denn die auch so früh zu, die Schrapneller? Ich weiß, das sind die spannendsten Folgen überhaupt für den neuen Kanal. Ever, ever, ever. Hier, kleiner Dschungelcamp Insider. Ja, ich gebe zu, ich schaue es Kurier. Ja? Ach ne, Bellator. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Das ist sehr schön, komm. Ach, können wir uns mal das hier angucken. Hier läuft, wie Sie unschwer sehen können, Wasser. Schlecht texturiertes Wasser. Obwohl ich schon eine Mod drin habe. Ich sage nicht, dass ich der Beste. Die besten. Das sollte ich lieber auch nicht sagen, Mädel, weil dann würde ich. Das wäre nur peinlich. Vergesst nicht auf. So kann ich jetzt was Stab mit Stahl schmieden. Ja, kann ich. Nur, was, das kostet auch Eisen. Ja, toll. Ich habe nichts mit Eisen. Ich helfe mein... Werft einen Blick darauf. Dann kann ich es auch wieder verkaufen. Weil dann brauche ich es nicht. 140, ja komm. Besser als nichts. Dann gehe ich mal. Okay, dann würde ich mal sagen, dann haben wir das jetzt das Schlimmste von der ganzen Folge rum. Und die ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so zu 2/3 zu Ende. So, was können wir denn jetzt machen? Das machen wir ja sowieso. Abschnitt der Zunge. Ach Gott, ist ja ganz da unten. Hat das... Das braucht nur. Abschnitt der Zunge. Nee, der blöden Schlampe helfe ich nehme, weil die wollte mich töten. Sprich mit dem Jahr von Falkenring, habe ich das nicht gemacht. Sprich mit dem Anführer der Gefährten, mache ich auch noch. Schließe den Aufstand der Sturmmäntel an. Nein. Akademie mache ich auch noch. Schreiben von Azura auch. Meine Sache, die mir auch noch ein paar Tage halten, mir auch. Und geistliche Armee. Ja. Okay, dann können wir jetzt eigentlich mal mit dem Jarl von Falkenring reden. Ach ne, weißt du was? Ich weiß schon, dass das zum Hoffire DLC gehört. Und das möchte ich jetzt eigentlich noch nicht anfangen, das DLC. Ich würde sagen, bei Verschiedenes gibt es jetzt eigentlich gerade mal nichts. Dann können wir jetzt den Allegre. Ja, Drachenblut nach Solzheim, nein. Jürgen Windrufer, Meridia Stern. Ne, das braucht ihr auch noch. Sinding. Wo ist denn Sinding? Habe ich mit dem nicht gesprochen? Ach, Mister, ich bin doch so ein Jockelicht. Komm, weißt du was? Wir machen das jetzt hier nach. Zum Ustengraf. Dann gibt es jetzt schon mal eine lange, lange Wanderrunde. Lange, lange, lange. Ich würde sagen, da können wir die Folge jetzt noch ein bisschen länger machen, weil Wandern interessiert euch keine Sau. Da mache ich als Entschädigung ein wenig länger. Naja, Nocturnal hier links sehen wir einen netten Gesellen. Der sieht so schick aus. Ah, den möchte ich einfach umarmen. So.
schon der Riesenberg? Ja. Gut, in die Richtung, meine Herren. Arg viel besser kann man... Kann man es wandern gar nicht anfangen. Das ist der beste Beginn eines Ausfluges ever. 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 Was macht der da hinten jetzt? Ich bin ja schon froh, dass er nicht auf mich aggro ist, sondern eher auf Lydia. Obwohl er gleich wieder wieder auf mich aggro ist. Ach! Mammut! Hi! Verbinden wir uns gegen ihn. Gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. Arsch. Hi Mammut. Ach, Schlammgraben machen auch noch nicht. Cool. Alle gegen den Drachen. Zmin. Sehr schön, Mammuts. Haben wir gut gemacht. So, jetzt ziehen wir wieder diese komische Seele in uns auf. Den Klumpatsch nehmen wir mit. Und das nicht. Oh, Schlammi. Mensch. Können wir kaputt gehen. So. Das lief jetzt schon mal wunderbar. Wunderbär. Hey Fuchs. Und wir streifen durch die Wälder Tamriels. Ach ja, ist das gut. Und ich bedanke mich dann auch schon wieder recht herzlich fürs Zusehen bei dieser Folge Skyrim. Wir sehen uns dann auch schon wieder beim nächsten Mal. Zweifacher Schaden. Beim nächsten Mal wieder hier, wenn es heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir in Tamriel und mit Mammuts. Und bis dahin dann auch wieder. Ciao!